Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge bei Kettle und Kops. Ja, Standard sind schwierig. Aber ich versuche das mal. Aber ich gebe mir wenig Hoffnung. Weil. Oh. Gut. Anscheinend geht es doch mit automatisch. Ich habe irgendwas gefunden mit automatisch verladen. Wie das nun genau klappt. Mit Taste 7 belegt, die frei war. Die 3 mal drücken, das ablädt. Zwei sind verlangt, also wenn ich vorher geschafft habe. 3 wieder hoch. Ja, das hier aber kaum Steuer, ne? Also beziehungsweise weil man sagt, der geht nicht, der Hebel dafür. Warum weiß ich auch nicht. Wenn man in der Nähe fahren. So, dann auf 3 drücken, dass er abhebt, absenkt. Dann rechtzeitig ranfahren. Wie gesagt, er geht gleich wieder hoch, ne? Das ist das Einzige, er lässt sich nicht so gut steuern. Wenn er jetzt geht zu spät, ne? So, nochmal 3 runter. Sieben. Ah, nur 7 drücken, dann geht automatisch. Also bei mir ist es 7 jedenfalls. Ich hatte dann probeweise mal kurz in die Erde reingerammt. So. 3. 7. Junge! Ja, sagen wir gerade Ballen. Ja, das ist nicht so einfach. Hab ich doch leichter vorgestellt. Statusmäßig, da muss ich mir echt gucken. Aber in der Seitenkonsole, da kam ich auch nicht zurecht. Wollte dann einfach nicht annehmen. War zu schnell. Hm. 3. Das wird noch ein Krampf werden. Na gut. Ich hab mal hoffen die Runde oder so 3 Ballen noch. Ich hab irgendwie keine Kontrolle mit dem ganzen. Mal 3 hoch. Und versuchen mal, dass er da hinkommt oder hinkommen soll, ne? Drei wieder hoch. Mal schauen, mal irgendwann muss es klappen, ne? Also aufladen geht noch ziemlich leicht. Also ranfahren, anpeilen, automatisch verladen, aktivieren. Bei mir ist die 7. So. Gleich zurück.
3. Vorwärts fahren, ne? Normal. 3. Runter nochmal. Oder vorwärts fahren, ne? So, 7. Na gut, so geht's auch. Autokrieg hat ihn ja festgemacht, ne? Alle runterfallen nachher, ne? Lernen hat noch. Geht ja an sich einfach normalerweise, wenn die Steuerung klappt. Ja. Tja. Das ist Frage Nummer 5. Nicht Freitag. Ich komme durcheinander. Mittwoch. So. Ich habe heute auch eine Folge für ja, angekündigt und war doch nicht die richtige. So. Aber mal so schlimm ist das auch nicht. Das kam ja dadurch, weil ich die anderen Folgen mal gelöscht habe. Dadurch kam ich durcheinander. Das fällt mir da ein. So, bei der Touring-Karte? Ja. So, 3, so hoch. 5 Glück habe ich hier gehabt. Ich hänge mal an. Festmachen wäre sicherlich sinnvoll, ne? So, gucken wir mal die Sache näher an. Was ist denn so los? Die Lüfte läuft gerade. Das hat eine Tastatur. Also hier gibt nichts festzumachen hier. Ich hoffe mal nicht runterfällt, ne? Das sieht so aus, als drauf liegen bleibt. Nein, theoretisch. Wenn es so bleibt. Wir fahren jetzt nochmal die Außenansicht, falls ich das verlieren sollte, damit wir da nicht, nicht suchen müssen, ne? So. Ja, die scheinen festgepackt zu sein. Das wäre schon unten gelesen. aufladen automatisch.
Leute, das ist nicht gut. Ich würde da nicht parken. Der Baum hat noch kein Strauch, ein Baum. So. Ich finde das nicht fair. Zum Festbinden haben wir nichts gefunden. Noch ein Auto. Die waren ganz schön, die Ballen. Drei. Sieben. Drei. Drei. Das wird lustig. Drei. Drei. Sieben. So, liebe Schauer, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Ich kriege mir ein bisschen weiter, und also schaffe, auf Feld zu kommen. Und dann hole ich euch dann wieder ab. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.